Paper Mario 94! Mario Story made by Paper Mario 94. Damit beende ich die Mario-Pause. Ja. Was guckt ihr denn jetzt alle so? Ihr erwartet doch jetzt hier Fails und was weiß ich was alles. Aber ich bin drauf vorbereitet. Ich weiß ja, dass ihr mich failen sehen wollt, wenn ich Mario spiele. Ich glaube, das gönne ich euch diesmal nicht. Diesmal gönne ich es euch nicht. Nein. Diesmal werde ich euch zeigen, was ich so drauf hab. So meine ganzen Skills zeigen, ist er? Die nicht vorhanden sind. Luigi wurde gekidnappt vom bösen König Swamp. Jetzt ist Mario in der Reihe, ihn zu retten. So, die erste Welt kenne ich, der Rest ist blind. Warum ich die erste Welt kenne, ist ganz einfach. Ich habe ihn mal in einem Livestream angespielt, bis zum ersten Schloss. Jede Welt hat, glaube ich, sogar drei Level und das Schloss? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ist doch recht kurz eigentlich, aber dafür gibt's auch drei Hacks wieder direkt hintereinander, die ich spiele. Mindestens. So, gehen wir mal hier rein in die Goomba Road. Holy moly, holy moly, das hier ist das Level aus dem Titlescreen. Deswegen weiß ich, dass hier ein Pilz ist. Ich will da rein, denn ich sammle jetzt mal alle Yoshi-Münzen ein. Und es scheinen Mario-Münzen zu sein, denn es ist ein großes M drauf. Vielleicht sind es auch McDonald's-Gutscheine. Ich meine, man weiß ja nie, wo ein großes M drauf ist. Muss nicht unbedingt Mario heißen in Mario-Hex. Du bleibst mal kurz hier. Ich will die haben da. Gib mal her. Oh nein. Hallo, Goomba. So, hallo, du Arsch. Gib mir den Pilz her. Ich will den Pilz haben und werd mich dran laben. Ich werde nun auf Drogen sein und das interessiert kein Schwein. So, alles klar. Tja, das Sprichwort von Mario, was mich nicht umbringt, macht mich noch härter. Was mich nicht umbringt, macht mich nur kleiner. Du bist auch, oh, du Scheiße. So? Ah, haben wir da einen Fehler gesehen? Nö. Ich muss immer wieder dazu sagen, ich suche hier immer mal wieder nach Fehlern in Hacks, so Kleinigkeiten, die mir auffallen. Und dabei setzt mich mal vor Luna Magic. Ich kann's nicht. Ich kann echt keine SMW-Hacks machen und. Ach du Schande. Schaffe ich das? Hä? Nee. Du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Hammer Brother. Ein Arsch bist du. Arsch. Alles klar. Level Nummer 12. Football Man Cave. Der Name sagt eigentlich schon alles. Ich liebe diese Musik. Aus Super Mario Bros. 2. So, gehen wir mal hier rein. Oh. Classic Music. From Super Mario. Ja. Das war dämlich. Das war auch dämlich. Das war nicht mehr so dämlich, weil jetzt habe ich mir den Chuck vom Leibe geschafft. La 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 la. Ich versuche jetzt immer irgendwie, oh Gott, einen Goomba dabei zu haben. Weil. Ah, Scheiße! So. Weil, wegen sowas eigentlich. Und jetzt hätte ich nämlich einen Pilz ge. Du bist ein Blödsack, weißt du das? Ah, Football Man Cave, ja. Ich sag ja, der Name sagt schon nichts Gutes aus. Also wir wissen, dass Goombas dann irgendwann wieder aufstehen. Ich will aber da mal kurz was zu den Goombas sagen. Die gefallen mir. Die sehen nicht so hässlich rund aus wie die Goombas aus dem Original SMW, die man ja eigentlich hier gewohnt ist, sind, ist, muss, tun. Aber ich finde die Form von den Goombas einfach schöner. Es ist ein klassischer. Es ist Oh Gott. So, ich will hier. Oh, mein Herz, Leute. Oh, Leute, mein Herz. Lass mich da rein. Ja, und ich bin mal wieder. Irgendwie bin ich das so ziemlich alle 5 Wochen erkältet. Komm mal her, du. Ha, Foxy knows what's up.
Und ich krieg jedes Mal, wenn ich einen Chuck töte, nur 800 Punkte. Heißt das, ich krieg keine Leben? Ich krieg keine Leben. Tatsache. Ah, Football Man Cave. Amazing Charge and Chuck Football Mans. Wow. Oh, ich habe schon einen Fail hinter mir. Das ist voll schlimm. Ah, oh, hier ist kein Hammer Brother. Oh, schnell ins Ziel. Oh. Wieso baut man in einen Hack Hammer Brother ein? Alter. Ist doch nicht schön. Das tut man nicht. So, drittes Level. Flying Island, die fliegende Insel. Und wir haben Super Mario Bros. 3 Mucke. Hier riecht's nach Spucke. Will ich die haben? Zeige ich Skill? Will ich die haben? Komm, her! Nein! Mann! Oh Gott. Ah, geh weg. Kann ich hier irgendwie runterfallen? Nö. Gut. Gib mir einen Pilz, gib mir einen Pilz, gib mir einen Pilz. Irgendwie ist das das Markenzeichen von Paper Mario, dass er hier... Da fuck. Immer so mehrere Blöcke so... Pop, 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 hintereinander einbaut. Finde ich cool. Finde ich cool. Finde ich cool. Finde ich cool. Da fuck. Da unten ist was. Das weiß ich. Mit Anlauf. Ja. Aha, guck mal. Du Arsch, du Blöder. Diese Kuh passt die Nerven auf Dauer. Schon der zweite Fail. Da fuck, da fuck, da fuck, fuck. Ich mag dieses Level irgendwie gar nicht. Jetzt schon. Komm mal her, du. Komm mal her, du. Komm mal her, du. Du nervst mich nicht mehr. So. Du kommst mal zurück, dass ich mir die hier holen kann. Ich will die nämlich haben. So, und diesmal läuft alles bitte ein bisschen reibungsloser. Dankeschön. Ach, Mario. Du hast mich doch auch vermisst, oder? Si, senor. Mario, du musst übrigens aufpassen beim Lasagne-Essen. Warum? Ist ganz einfach. Den Oscar, den hat nämlich das Pferd gewonnen, dass ich, dass das Rind gespielt hat, ne? Oh! Wow! Ja, Foxy versucht wieder witzig zu sein und macht wieder Witze über den Pferdefleischskandal. Komm mal her, du! Weg ist er. Da oben ist was. Da oben ist was. Pass mal auf. Oh, schade. Nee, da ist nix. Okay. Ich revidiere. Ich revidiere. Oh, ich habe noch ein Leben bekommen, Leute. Leute, ich weiß noch, das an das Schloss erinnere ich mich jetzt noch. Ich weiß, dass das beschissen war. Dass ich das ohne Pilz gar nicht schaffen kann. Ich kann schon. Aber, ja, es ist halt scheißen schwer. Vor allem, wir kommen hier nicht einfach mal so eben hoch. Wir kommen da hoch? Da fuck? Cool. Ich weiß noch, im Livestream habe ich es ein paar Mal versucht. Hä? Gib her. Deswegen sage ich ja, wir brauchen hier dringend einen Pilz. Ja, ich will hier, ich weiß, es geht auch anders, aber Leute. Oh, danke, danke, danke. Oh. Ich mag dieses Schloss jetzt schon nicht. Also, ich muss sagen, dieser Hack hat einen angenehmen Schwierigkeitsgrad, aber wenn du schon lange kein... Oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten, unten. Oben wäre zu einfach. Das sieht echt leicht pervers aus. Und guck mal da. Ding, 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 ding. So. Ja, da oben wären wir wieder beim P-Switch. Oh, du Scheiße, du kannst hier auch noch runterfallen. Aber das war's schon. Unspektakulär, der Boss eigentlich, aber... Hm. Mao-am. Ja, ich sagte Mao-am. So, kommen wir jetzt da unten an der Blume raus? Weiß ich das noch? Nee.
Ja, hat echt drei Level. Komm, gucken wir noch in eins rein. Chain Jump Woods. Woher kommt die Melodie? Ich kenn sie, ich beiß ins Knie. Ich weiß, dass ich sie so kenn. Aber woher ich renn? Das Spiel heißt nicht umsonst Jump and Run. Ich mag die Hundis nicht, gib mir den Pilz, dankeschön, das ist nett. Ich muss springen, hüpfen, springen, rennen, springen und aufpassen und hier runtergehen, um mir eine Yoshi-Coin zu holen, die ich nicht brauche, weil ich die erste schon nicht eingesammelt habe. Gib mir einen Pilz, das wäre nett, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das wäre sowas von toll, aua, genau deswegen brauche ich den Pilz. Warum gibt es hier keinen Midway Point? Das find ich nicht nett. Spring mal weg, du Depp. Du bist so ein kleiner Hoden, du! Jetzt heißt wieder vorsichtig sein, sonst piss ich mir ans Bein. Ich will die Münze gar nicht haben und mich an ihrem Metall laben. Das war mies. Ich versuche lustig zu sein und renne mir ein Bein ins Bein, eine Axt ins Bein. Irgendwie, es ist mein erster Reim immer auf Bein. Chain Chomps mag ich überhaupt nicht. Ich esse gerne Fisch. Es ist so eine Scheiße, diese Reise. Ich mag dieses Level gar nicht, weil es ist böse. Gib mir dieses Leben. Es wäre nett, wenn ich es bekomme. Ich würde ja gern wissen, was da drin ist, aber das Risiko ist mir einfach viel zu groß. Ich mach mir sonst in die Hose. ja, Bing. Ich hab echt Angst vor diesem Hack gerade. Und diesmal schaffe ich's. Diesmal schaffe ich's, da groß rüberzukommen. Jetzt. Na du Arsch! Danke, mein Freund. Danke, Mario. Sorry, dass ich gerade so ruhig war. Kann ich euch auch einfach töten? Nein, du Arsch! Es fängt schon mal gut an, dieses Projekt. Es fängt schon mal sehr gut an, dieses Projekt. Ey, ich bin jetzt schon angepisst, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Alter! Ist das eine Scheiße hier! Diese Chain Chomps! Ich könnte mich aufregen, Leute! Ich könnte mich aufregen! Da ist bestimmt ein Stern drin. Hey, aber! Oh, Geronimo! Oh, Geronimo! Ja. Geronimo! Wow! Diesmal schaffe ich's, Leute, ey. Ich schwör's. Spring! 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 Nach oben! Ja, komm! Ja! 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 Oh Gott. Kann ich da problemlos hin? Ich glaube, ich bin. Ja, spring. Ja, spring. Oh Gott. Oh Gott. Mach mal die Ketten kürzer. Hölle, Hölle. Ah. Leute. Wow. Hey. Oh Scheiße. Und rennen. Komm, 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 komm. Schaffst du, Mario, Mario, schaffst du. Oh. Gib mir einen Pilz. Na, so einen nicht. Idiot.
Ich krieg einen Asthmaanfall. Passt auf, ey, nicht so guck und das Mikro ist aus oder so. Oder die Aufnahme nicht gestartet oder sowas, keine Ahnung. Ich würde so kotzen, aber ich würde sagen, wir sehen uns im zweiten Part. Tschö, ciao, ciao, sagt euer Nightfox.